Und willkommen zurück. Das Melmoth-Mysterium Teil 2. Wir haben es soweit herausgefunden und und Nasis müssen wir da unten treffen. In Kilkreath. Der Tempel von Kilkreath. Na super. Scheiß. Sag ich das so. Das sind Helikoptervögel. Helikoptervögel, die können auf der Stelle hochfliegen, indem sie in Zeitlupe flattern. Wenn er in der Welt draußen herumstreift und ein dunkles hört, dann sind es entweder die Propellervögel oder es ist... Das sollte sich als nützlich erweisen. Der dunkle... Mottenpriester von Ahn. Wenn ihr den seht, dann müsst ihr sofort los und abhauen. Was seid ihr hier? Ja, das sieht mir nach dem richtigen Ort aus. Oh, was hier war ist ich noch nie. Das? Eine Art Hebel? Nun, ihr wart zuerst da. Es soll gerecht zugehen. Geht und zieht daran, ja? Ja, ich zieh da. Nichts tut sich. VTF, was passiert hier? Benutzt den Schalter. Hab ich doch! Welchen Schalter? Hier sind so viele Spieler, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Nasis, welchen Schalter? Ich sehe keinen Schalter mehr. Seht zu und lernt, Assistentin. Lass mich jetzt erwarten lassen, oder? Oh, bist du scheiße. Das nehme ich dir jetzt ernst. Du bist umgefallen. Nachdem ich nun vorgeführt habe, was schieflaufen kann, solltet ihr es versuchen. Ach so, okay. Soll ich es bootforcen oder soll ich es versuchen wirklich zu lösen? Ich sehe das Rätsel hier zum ersten Mal, muss ich ehrlich gestehen. Drachen von Frau. Eine Blume von oben. Ein Messer verziert mit Blumen. Ein Pentagramm mit Blumen. Und das sieht aus wie das romulanische Zeichen. Geil. Okay, wohin? Das war direkt falsch. Okay. Also war das ja schon mal richtig hier. Und das auch. WTF, hallo. Ich kann die Lösung nicht lösen. Nasis, Hilfe. Ja, ich brauche einfach nur einen Augenblick, Assistentin. Ich hoffe wirklich, ihr wisst diese kleine Anleitung zu schätzen. Rätsel können wirklich, wirklich schmerzhaft sein. Noch eine weitere Lektion ganz ohne Lehrgold für euch. Ja, super. Danke. Darf ich das alleine machen? Danke für deine Hilfe, Meister. Wenn die Hütter mal ihre ganzen Beeren auflösen würden, dann würde ich auch was sehen.
Wisst ihr was, ich mach den Anfang. Da war gerade was. Nö, das passt denn. Oh, seht, da ist etwas aufgetaucht. Irgendeine Art Schriftrolle. Ich hab's gelöst. What? Ich hab's gelöst, ich hab keine Ahnung. Neues Buch entdeckt. Die Blüten des Melmoth. Ihr seid geschickt darin, Anweisungen zu befolgen. Aber habt ihr auch das Herz eines Dichters? Er, die Herrin der Winterwinde, gehüllt in den tiefsten Kälte, ihre Liebe leuchtet den Weg. Zwei Bergblumen für den alten Altem, ne, für den Atem von Meer und Mensch. Vier Totenglockenblüten für die trauernden Witwe, die Wagen, nass von Tränen und Gischt. Drei Drachenzungen für feurige uralte Kehlen und eine letzte Blüte für den Kuss am Ende. Das ist das wahre Rätsel. Narsis, ist das du? Lasst mich raten. Noch eine Ansammlung ermüdender Hinweise? Oh. Habt ihr irgendeine Vorstellung davon, durch wie viele Hinweise ich mich bislang gearbeitet habe? Und dieser Unsinn mit der Flasche von neulich? Das war nur eines von vielen Kapiteln in dieser lächerlichen Saga. Genug genörgelt. Raus damit. Im Rätsel werden Blumen erwähnt. Was werdet ihr daraus schlau? Naja, ein Verweis auf eine flüchtige Mode in der Dichtkunst und der Romantik. War Melmoth ein gerissener Illusionist? Ja. War er ein meisterhafter Reimschmied? Wohl kaum. Ich weiß nicht viel über Blumen, doch die Herrin der Winterwinde verweist auf Kühne. Kühne? Ja, die Sturmgöttin der Nord. Mir ist keine Verbindung zwischen Kühne und Blumen bekannt, doch ein uralter Schrein für sie liegt südwestlich von hier, unweit der Eishochtiefen. Ich markiere ihn auf eurer Karte. Trefft mich dort, in Ordnung? Klar. Ich weiß auch nicht, was Kühne mit Blumen zu tun hat. Da kenne ich jetzt auch keine Verbindung. Ach, oh Gott. Ich werde nie wieder aufhören zu laufen. Das Lager entdeckt. Das da hinten ist Drachenbrücke. Mal im Ernst, diese fetten, riesigen Borstenrücken waren in Skyrim aber auch gestorben. Boah, 100 Füßer, die dir den Fuß abbeißen. Drachenbrücke entdeckt. Bevor ich in Sarandels Zirkus gewesen bin, hätte ich nie gedacht, dass mir der Auftritt eines Bühnenmagiers gefallen könnte. Hey, Red Stocks. Du heißt nicht Assassin's Creed Unity. Du darfst nicht Stocken spielen. Den Wehschrein von Drachenbrücke entdeckt. Oh, das war was knapp. Ich dachte, ich müsste in die Äußer auch tiefen. Das Spiel legt's auch an. Das war jetzt der Warnschuss. Ich denke mal, da darf ich wieder hin.
Noch ein toter Soldat und keine Spur von den Vorräten. Ich habe die Seele des Soldaten gesichert. So, jetzt kommen wir zum einen an den Verlies vorbei. Eichhörnchen sind so cool. Und noch cooler ist es, dass die versuchen Adler oder Falken, auf jeden Fall ihre Fressfeinde, die versuchen diese Eichhörnchen zu treffen, manchmal echt so austricksen, das ist der Hammer. Ja, und manchmal haben sie Pech. Dann werden sie gecatcht und sagen wir mal, die Eichhörnchen enden ihr Dasein und werden in eine andere Form umgewandelt. Ja, das kann man so sagen. Keine Ahnung, wie ich das Geräusch imitieren konnte. Gar nicht. Was haben wir hier? Eine Treppe. Frostbeulengipfel-Ritualstätte entdeckt. Ich glaube nicht, dass wir die Ersten sind, die hier lagern. Jede Menge frische Spuren. Lasst euch selbst zur Ruhe. Lasst euch selbst zur Ruhe betten und euch dann in den Weg stetten. Lustig, lustig, tralalalala. Baldes Nase ist Renn nun da. Ein Pfad aus Blütenblättern? Mehr ein Pfad zu Kopfschmerzen. Ja, Assistentin, warum versucht ihr nicht euer Glück? Naja, können wir auch weitergeben. Blüten für trauernde Witwen? Drachenzunge für uralte Kehlen? Nur Unfug durch die Bank weg! Das Rätsel scheint sich über Blumen und Zahlen zu drehen. Ich verstehe einfach nicht, was Blumen mit diesen Leuchtern zu tun haben. Wahrscheinlich eine falsche Fährte. Sehr üblich bei solchen Rätseln. Doch ich will euch nicht aufhalten. Ehrlich gesagt, könnte ich eine Pause von all dieser Torheit brauchen. Wie, du willst jetzt zu Bett oder was? Na schön, ich versuch das selbst. Löst Malmots Rätsel an kühnes Schreien. Alter, wie ist das denn aufgebaut? Hammer! Gibt's das in echt? Ne, das bricht zusammen. Das ist doch technisch unmöglich. Physikalisch schon. Was soll ich denn machen? Erstmal Ritualleuchten anzünden. Es muss eine Art Reihenfolge geben. Scheint Seht so. Euch noch einmal Mehlmords Rätsel an. Ich habe keine Ahnung. Was sind das für Blumen hier? Für mich sieht's aus wie durchsichtige Geister. Das sieht so ein bisschen aus wie... Naja. Da ist gar kein... Doch. Da ist ein Unterschied. Da sind 2. 5. 3. 4. 1. 0. Ich habe ein... Gefühl... Weg 2. Bergblumen für den Atem von Meer und Mensch. 4 Totenglockenblüten für die trauernde Witwe. 3 Drachenzungen für feurige uralte Kehlen. Und die letzte. Also 2, 4, 3, 1. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Ich habe es vergessen. Gedächtnis eines Goldfisches. 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. 2? Hallo, 2 habe ich gesagt. Ja, geht doch. 4. Flamme an. 3.
So, und der letzte besiegelt das. Das hat geklappt! Und noch eine Schriftrolle. Was für eine Überraschung. Neues Buch entdeckt. Kühne war euch, scheint es mir. Hoho, Feuer bedeutet Wärme. Und es wird langsam wärmer. Alle Türen führen irgendwo hin. Aber manche Türen führen nirgendwo hin. Wie stark ist, hat recht. Aber rechts könnte falsch sein. Auch rechts von links könnte nicht lange währen. Äußerst linke Wege könnten zu Sammlungen führen. Der dritte seiner Art bringt oft Schmerz. Und jetzt wagt den Sprung. Springt wie eine Katze. Habt Vertrauen in eine Katze und ihr werdet sicher landen. Das ist total irre. Melmos ist wahnsinnig. Nun, was steht als nächstes auf dem Plan? Schweineohren der Größe nach sortieren. Das ist schon langweilig. Das ist schon mit Rohrgrillfleisch. An diesem Punkt würde mich nichts mehr überraschen. Das Rätsel dreht sich um Türen. Türen, was? Ich hab was anderes gelesen als Türen. Vielleicht kommen wir dem Ende dieser Sache endlich näher. Ja, jetzt verstehe ich. Diese letzte Zeile über den Sprung einer Katze, das ist ein klarer Verweis auf den Säbelzahnkatzensprung. Ein Felsvorsprung südwestlich von Mortal. Ich wüsste dort aber nichts von Türen. Und vielleicht hat Melmo dort Trilurisionen erzeugt. Ach, ihr habt wahrscheinlich recht. Doch ich sage euch was. Falls diese illusionären Türen nirgendwo hinführen, werde ich sehr sauer sein. Es gibt nur einen Weg, das sicher herauszufinden. Machen wir uns auf den Weg zum Säbelzahnkatzensprung. Ich treffe euch dort. In Ordnung. Dann auf Trilusionen. Oh Gott. Oh. Mother. Warum muss ich... Scheiße, Harry wirkt ja nicht mehr. Und meine Minions sind tot. Harry ist ja aus, hat sie auch ausgelöscht. Bastian lebt noch, ne? Ja, Bastian ist 1A-Minion. Schnell mal Harry nachschaufeln hier. So, auch wenn ich glaube, dass das Zeitverschwendung ist. Jetzt hat sich das schon gelohnt. Oh, krass. Der Tiger hat mich fast gerissen. Ist gar kein Tiger, ist eine Säbelzahnkatze. Hurra! Bastian, Statement für heute. Hurra! Grabsturm, lieber Grabsturm, warum bist du jetzt an? Ich bin doch noch sehr weit weg noch da. Und ich komm nicht zu dir hin. Dann heißt es für dich jetzt gute Nacht. Ich glaube, ich bin... Jetzt könnte mich, glaube ich, in der Pfeife rauchen. Hey, Altkart-Ritualstätte entdeckt. Kommt ihr Narren, werft euch auf den Opferscheiterhaufen. Hier ist niemand. Nee, Bastian. Nein, stopp! Zurück! Bastian springt heroisch in den Grabsturm hinein und wurde da nie wieder gesehen. Bastian, Rückzug! Kusch! Komm zurück! Man wendet sich nicht gegen Grabstürme. Bastian, bei Fuß. Hier. Yeah. Siehst du, was du angerichtet hast? Rennt er einzeln gegen Grabsturm, ey. Da ist niemand. Bin ich denn hier?
total falsch. Muss ja noch weitergehen. Eigentlich muss ich sagen, ist das vielleicht sogar ein Nachteil, dass es jährlich neue Inhalte gibt. Das Problem ist, guckt euch mal Tamriel an. Ja. Wie lange braucht man, um mit einem Charakter hier die ganzen Geschichten durchzugehen, weil man den 100% haben möchte? Richtig. Wenn er hier fertig ist, dann kommt er doch nicht mehr hier hin. Das Problem ist, dass Spieler wie ich zum Beispiel, die vielleicht sagen, so, jetzt lass uns Weltbosse schlachten oder Gramstürme machen. Die kommen doch nicht mehr her. Die anderen, oder das reicht doch nicht mehr. Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. Yep, trinken. Ich sehe da, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Wenn man das jährlich neues Kapitel reinknallt. Anstatt das alle 2 Jahre oder so zu machen. Das wäre, glaube ich, allen. Ja, würde, glaube ich, allen entgegenkommen. Türenrätsel. Oh, jetzt geht's los. Narsis, du bist verschwunden. Narsis, du bist wieder da. Dieses Rätsel wirkt ziemlich simpel. Eine einfache Frage der Deduktion. Aha, ich hab's. Seht gut her. Ich schau. Hat gut geklappt. Das war lustig. Das diente dazu, die Folgen übereilter Entscheidungen zu veranschaulichen. Wisst ihr noch? Da hatte ich euch einen Moment lang ganz schön erwischt, oder? Ich wollte nur die Gefahren übersteigerten Selbstvertrauens veranschaulichen. Eine entscheidende Lektion für schneidige Helden wie uns. Nun dürft ihr gern das Rätsel lösen. Ich werde zusehen, von hier drüben aus. Habt ihr eine Ahnung, welche Tür hier die richtige ist? Natürlich habe ich natürlich. Doch was für ein Geschichtsgelehrter wäre ich denn, wenn ich meine Assistenten der Gelegenheit berauben würde, selbst Großes zu leisten. Also genug der Anschuldigungen. Ihr habt ein Rätsel zu lösen. Ich weiß, wenn ihr mir einen Tipp gibt. Einen Tipp? Wohlan, denn... lest das Rätsel. Nur eine der Türen ist die richtige. Das ist kein Hinweis. Ihr wiederholt ja nur, was im Rätsel stand. Tu ich das? Ja. Oder wiederholt das Rätsel einfach, was ich sage? Das ergibt nicht den geringsten Sinn. Für euch vielleicht. Für mich und meine Horden von treuen Lesern ergibt das durchaus Sinn. Ich hatte erwähnt, dass ich Autor mit riesigen Auflagen bin, oder? Vielleicht unterhalten wir uns noch einmal darüber, was Sinn ergibt und was nicht, sobald ihr einige preisgekrönte Folianten veröffentlicht habt. Ich krieg jetzt Hunger auf Muffin. Och man, gut. Oh, ist das laut hier. Alle Türen führen irgendwo hin, aber manche Türen führen nirgendwo hin. Wer stark ist, hat... Also wir haben 1, 2, 3, 4 Türen. Halten wir sie so im Blick, dass ich sie sehen kann. Aber manche Türen von irgendwo. So, wer stark ist, hat recht. Aber rechts könnte falsch sein. So, rechts könnte falsch sein. Auch rechts von links könnte... Warte mal, rechts von links könnte nicht lange währen. Also 2 und 4 könnten ausgeschlossen werden. Äußerst linke Wege könnten zur Sammlungen führen. Der dritte seiner Art bringt oft Schmerz. Und jetzt wagt den Sprung. 1! Ach, endlich! Mehmut! Was? Rätsel. Noch eine Schriftrolle? Bei den 3, wenn das nicht die letzte ist, bin ich raus.
ein neues Buch entdeckt. Ein Horiker und eine wütende Gans kommen in eine Taverne in Windhelm. Das Treffen verläuft ereignislos. Das war kein Rätsel, hoho. Nur eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Aber wir haben keine Zeit für Geschichten. Nein, 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 nein. Der wundersame Schatz von Melmoth, dem Mysteriösen, ist zum Greifen nah. Mein mannigfaltiges Mysterium wartet darauf, von euch erkundet zu werden. Ihr braucht es keinen Schlüssel. Die Schriftrolle ist ein Schlüssel. Versteht ihr? Ihr versteht. Tretet ein, wenn ihr es wagt. Was stand in dieser Notiz? Fragte er und rechnete mit einer lächerlichen Antwort. Es wirkt wie ein Streich. Eine einfache Berührung öffnet die Tür zum Mysterium. Weg sei gepriesen! In all meinen Jahren des Studiums und der Abenteuer hat mich kein Gegner so verdrossen gemacht wie dieser Holzkopf Melmoth. Und er ist tot. Könnt ihr euch vorstellen, wie unerträglich er zu Lebzeiten gewesen sein muss? Och, den könnte ich mich gut unterhalten können. Alles vorbei. Ich glaube, ihr habt gnädigerweise recht. Natürlich wird es schwierig, sich von mir zu lösen, aber ihr werdet euch schon irgendwie durchschlagen. Kommt schon, Assistentin. Bringen wir diese Farce zu Ende, ja? Ich glaube, ich blute. Ja, ich glaube, ich blute. Ich habe irgendwie es geschafft, mit so einem SIM-Karten-Entfernungstool mir unter den Fingernagel zu stechen. Das hat doch gerade wehgetan. In Ordnung, na dann mal los. Das Mysterium erwartet uns. Voran! Volkuntur Hügelgrab. Sucht den Schlüssel. Sucht den Schlüssel. Toll, die ersten beiden Uhren sind schon mal direkt Müll. Der prächtige Rückzugsort, den ich erwartet hatte. Wartet. Seht da. Ich warte. Noch eine Tür. Was bist denn du? Mond? Du bist mal. Nee, Bastian regt sich dann wieder auf, wenn ich irgendwelches Zeug einsammle. Nase, ich verstehe kein Wort. Wo bist du? Komm her, wenn du mit mir reden willst. Melmoth, der Rätselhafte, ist ein Feind? Also, hast du gerade irgendwas gesagt? Hallo? 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 Ja. Willst du die Schrift zeigen? Hier, ich mach dir Licht. Das war das Höchste, was Fashion, was hier in dem Spiel als Skin zu kriegen ist. Melmoth! Lästiger Lumpenpacke Mysterium! Nimm das! Haha, nimm dies! Melmoth, du bist geblitzt. Ich glaube, das war eine Falle. Der hat hier einfach an seinen Geist stehen lassen, der dann hier wachen sollte. Also eine magische Geist. Melmoth ist ja nicht wirklich tot. Er ist ja schon lange tot. Aber er hat hier eine Projektion von sich selbst liegen lassen. Sein Schlüssel ist dort. Gut. Dann werfen wir endlich einen Blick auf Melmoths Mysterien. Und? Na toll. Endlich, Melmoths! Mit Schriftrolle alt. Was ist das denn alles? Das ist kein Schatz, das ist Müll! Verflucht sei dieser strohköpfige Zaubermeister. Das ist nur eine weitere List. Ja. Ah, seht her, ein Buch. Legt einen Zahn zu, Assistentin. Untersucht den Folianten, während ich das hier zusammenstückle. Seht da, ein X auf dem Boden. Irgendeine Art Tor? Ja, tritt mal drauf. Ach, das ist keine Schriftrolle, Alten. Ich dachte, das wäre eine Elder Scrolls.
Das wäre natürlich heftig, wenn das sowas hier zu finden ist, ne? Melmoths majestätisches Meisterwerk. Von Melmoth. Meister der mysteriösen Illusionen. Jetzt habe ich sie alle. Meine Prachtstücke, meine Schätze. Solch Relikte und Kuriositäten lassen jeden Antiquar weinen vor Glück. Die Stiefel eines Paar Prassers aus Wegesruh. Ein Topf einer Rabenviertel aus dem Reich. Eine kleine Stein... Ach, egal. Eines Tages werde ich den Racker freilassen. Majestätisch, mystisch. Die Magnifizenz des Mysteriums ist ohnegleichen. Aber selbst diese unbezahlbare Kostbarkeiten verblassen vor der Flasche. Schaut sie euch nur an. Die Krönung eines Lebenswerks. Illusionsmagie, die ausgefeilt und perfektioniert wurde. Ist die Flasche eine Illusion oder ist sie real? Wenn ihr sie berührt, seid ihr dann die Illusion? Spielt es eine Rolle? Haha, man muss sie nur berühren, um es herauszufinden. Seht, die Illusion der Illusion. Schon bei der kleinsten Berührung bahnt die Illusion sich ihren Weg. Sie verändert ihren Gestalt und lädt die Neugierigen in ihren Arme ein. Eine Illusion, die weitere Illusion gebärt. Überlegt nur, was man damit anstellen könnte. Nehmt diese hasserfüllte Baden, die ständig meine Talent für Verse und Wortwitz verhöhnen. Was, wenn sie eine Laute zur Hand nehmen, die nur die zu laute würde? Wer würde das hier wissen? Ich! Ich würde es wissen. Ich, Melmoth der Mysteriöse, der Meister der Illusion. Die Flasche ist Gift. Ein letztes Rätsel noch, Assistentin. Eine letzte Prüfung. Dann werden wir unseren Lohn einstreichen. Also sagt mir, was hat Melmoths Tagebuch offenbart? Das Buch erwähnte mehrere Gegenstände, doch diese Flasche schien besonders wichtig zu sein. Natürlich! Wie konnte ich solch eine erlesene Antiquität übersehen? Zugegebenermaßen sind die meisten dieser Gegenstände wertloser Tand und Kleinkram. Doch mit etwas dichterischer Freiheit kann ich diese Flasche für meine Leser in etwas verwandeln, was wirklich außergewöhnlich ist. Melmoth hat sich wirklich viel Mühe gemacht, sie zu verstecken. Zweifelsohne ein Beleg für ihren Wert. Weniger erfahrene Geschichtsgelehrte würden sich vielleicht durch das drollig anmutende drohende X auf dem Boden bedroht fühlen. Doch wir wissen es besser. Melmoth würde so ein Symbol nur einsetzen, um uns zu verwirren, richtig? Richtig. Es ist vollkommen sicher. Der Foliant deutet an, dass jeder, der die Flasche berührt, eine Illusion auslöst. Ich würde es nicht machen. Oh, aber ja, natürlich löst das eine weitere Illusion aus. Das wusste ich. Ihr habt die Prüfung bestanden, Assistentin. Sehr gut geschlussfolgert. Und nun lassen wir die düstere Resignation in uns reifen. Bei den drei. Das wäre eine Zeitverschwendung. Was werdet ihr als nächstes tun? Nun werde ich tun, was ich in solchen Situationen immer tue. Das Ganze ausschmücken. Mit ein paar klugen Worten hier und einigen künstlerischen Freiheiten da, wird hieraus eine Erzählung, die eines Narsistren würdig ist. Was euch angeht, solltet ihr Melmoths Tagebuch wohl dem Vilax zurückbringen. Werdet ihr auch alte Fehler in eurem ersten Buch erwähnen? Was denn? Eure Fehler? Nein, nein, ihr kränkt mich. Ich würde euch doch nie in unvorteilhaftem Licht darstellen. Nein! Nein, ihr seid eine mysteriöse Gestalt, die tief, tief, tief im Schatten aushilft. Eine hilfreiche, aber diskrete Partnerin. Nein! Ach, Ivo! Niemand hat die Absicht, Narsistren zu hintergehen oder so. Okay. Ich habe ja mal nichts gekriegt dafür. Habe auch noch nicht das Buch zurückgebracht. Das werden wir jetzt machen. Ich werde doch wissen, ich will das abschließen. Wir sind jetzt bei 34 Minuten Videozeit. Ein bisschen hart. Ich weiß, aber die paar Stunden... Aber die paar Minuten haltet ihr auch noch aus. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hä? Hier war ich noch gar nicht.
Na toll. Wir mitten in der Eiswüste. Okay, den Rückweg nach Einsamkeit findet ihr auch noch. Haltet ihr auch noch durch. Hier, ich habe auch was für euch zur Stärkung. Und schmeißt euch eine Packung Karamellbonbons entgegen. Ich glaube, ich soll da lang. Ich würde ja gern Wegschrein reisen, aber ich habe keine Wegschreine. Die Wegschreine sind leider out of order. Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. Alter, das ist doch nicht wahr, oder? Ja, wir haben... Ich bin gespannt, wo das hinführt. Wir haben Ende... Ich hol mal den Himmelsschrein. Himmelsscherbe. Wir haben... Wir haben jetzt im Moment Ende April. Und, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber zum jetzigen Zeitpunkt herrscht noch Frieden in Europa. Aber ich glaube, das hat sich jetzt gerade gegessen, ne? Ich weiß nicht, wenn ihr das Video seht, ist ja schon Ende März fast. Krass. Wenn ich das richtig lese und wenn sich das bestätigt hat, hat Russland Truppen in die Ostukraine geschickt. Und das ist inakzeptabel eigentlich. Scheiße, ich finde den Weg nicht mehr zurück. Ich mache einen Wegschreinsprung. Krass. Also haben wir jetzt die Vorstufe von Krieg. So, jetzt muss zur Bibliothek zurück. Ey, wie dumm kann man sein? Attentäter versuchten, den Großkönig zu töten. Sie haben Königin Gerhild ermordet. Unser armer König ist sicher. Ne, wir haben Ende März wahrscheinlich mit dem Video. Nicht Ende April, so lange gehen die Videos nicht. Ey, wie dumm kann man sein, ganz ehrlich. Wie dumm. Der Melmoth-Historiker. Ihr habt Melmoths Tagebuch zurückgebracht? Yep. Gut. Ich vermute, dass das Gefasel eines verrückten Magiers euch und euren gierigen Dunkelelfenfreund nicht zu sagenhaften Schätzen geführt hat, oder? Ihr vermutet richtig. Ihr habt ihr wie versprochen das Tagebuch zurück. Die Leute vergessen allzu oft, ihr Eigentum zurückzugeben. Was für eine willkommene Überraschung. Und noch besser ist, dass ihr dieses fadenscheinige Schlammmaul nicht mitgebracht habt. Sorry. Ich kann es kaum erwarten, Narsis Drenns nächstes Machwerk in den Müll zu werfen. Verklickt. Er ist ein grässlicher Autor. Ich dulde seine Bücher nicht in meinen Regalen. Gut. Ich habe mich verklickt. Die redet zu langsam. Die redet ja in Zeitlupe. Okay. Ich kann es jedenfalls nicht verstehen, dass man... Ich sag mal... 80 Jahre Frieden in Europa und Stabilität. Gut, Kalter Krieg erstmal ausgeschlossen. Aber... dass man das auf dem Spiel setzt und sein Land zugrunde richtet. Ich glaube, das werden auch die meisten nicht verstehen, die dort ja, in Russland ihre Heimat haben. Das werden sie nicht verstehen. Danke fürs Zusehen. Der Rest bleibt unkommentiert. Ich bin jetzt mal nicht... Ja, ich verstehe es einfach nicht. Es ist unlogisch. Es ist unlogisch, nicht in der Diplomatie zu bleiben und einfach... Keine Ahnung.
Aber ich glaube, so kann man sich eigentlich... Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind keine Politiker. Wir sollten uns raushalten. Bis dann.